Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reingeschaut. Wir spielen, Mummy Blaster. So, ich habe, wie immer, dieses Spiel noch nicht gesehen. Ich schaue mit euch live da rein. Und, es geht wohl um Mumienkillen, würde ich jetzt mal sagen. Die Musik ist schon ganz cool. Könnt ihr euch mal kurz reinhören hier. Ja, und ich glaube, ich werde jetzt so ein bisschen, wollte ich euch sagen, wir haben das Reingeschaut ein bisschen verändern, würde ich sagen. Und ich mache so Kategorien, wo ich Punkte für vergeben werde. Und dann gebe ich hinterher eine Endpunktzahl. Und, die Kategorien, genau. Und da habe ich mir gedacht, ich mache Musik schon mal als eine Kategorie. Und, ja, die Startmusik schon mal ganz gut. Aber das kann ich natürlich jetzt noch nicht so ganz beurteilen. Dafür muss ich erstmal weiter reingucken. So, jetzt habe ich schon eine Minute gelabert, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Wir fangen jetzt mal einfach an. So, es gibt also verschiedene Level. So, was muss man denn machen? Achso, wir müssen hier also scheinbar irgendwas hinsetzen. Okay. Und dann kann man hier auf Boom klicken. Ah, wir müssen also alle Zombies zerstören. Das ist ja einfach. Well done. Mummies killt alle. Gut, dann nächste Level. So, da haben wir ein Fass. Wir machen das einfach mal. Mal gucken, was passiert. Okay, das Fass fällt runter. Und, okay, verstehe. Also ein bisschen, man muss ein bisschen bei nachdenken. Und dann die Rätsel lösen. Das ist so ein kleines Rätsellösungsspiel quasi. So, da ist irgendwas, was runterfällt. Ein Feuerball. So. Okay, und da auch. Und dann einfach hier auf Boom machen. Nein. Stopp, wir müssen also wahrscheinlich. Können wir hier. Walkthrough. Nee, können wir die einfach jetzt in die Luft. Ich versuche es einfach nochmal hier. Mist. Nein. So. Was soll das jetzt bedeuten hier? Ah, verstehe. Das. Die. Dynamit hat nur die Sachen weggesprengt und die Feuerball haben dann getötet. Okay. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich ein bisschen allein nachdenken muss. Also, ich muss. Ich springe das hier weg. So, und den Feuerball einfach da drauf und dann mal gucken, was passiert. So, der ist tot. Und ja, wunderbar. Also, ist sehr logisch aufgebaut. Man kann es sofort verstehen. Mummy's killed. Okay, nächste Runde. Hat der eine überlebt? Dann wiederhole ich das nochmal. Dann müssen wir vielleicht jetzt wahrscheinlich tauschen, würde ich sagen. Machen wir eins dahin, zwei dahin. Also es spielt dann auch die Reihenfolge eine Rolle, weil die nicht alle nacheinander zünden, sondern. Okay. Das hat ja jetzt geklappt. Moment, ich muss mal eben. So, Fragezeichen gleich. Was kann man damit machen? Mal ausprobieren. Ja, okay. Dann machen wir das wohl nicht so, dann machen wir das mal anders. Machen wir den dahin und den dahin. Ich denke mal, es hat einfach nur mehr Wumms. Genau, dadurch ist der oben gegengeflogen und ist auch tot. Jetzt habe ich es verstanden, okay. Das geht auf irgendwie, wenn ich da den Schalter drücke. Das heißt, hier muss ich zuerst was machen. Achso, man kann ja auch nur auf diese Steine setzen. So, und den Feuerball dann da drauf. Und dann müsste es ja klappen, ne? So, jetzt explodiert das, da schießt den ja rüber. Drückt den Knopf. Und da wird dieser darüber gekegelt. Ja, ne, bitte, ne? Okay, das heißt, ich muss den vielleicht ein bisschen anders setzen. Viel anders kann ich ja nicht machen. Der darüber trifft den Schalter. Das explodiert. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich das denn sonst umsetzen? So? Das geht einfach nicht. Das ist ja nur ein Glück, was man hier oben macht.
Wie soll ich das denn hinkriegen? Also den kann ich ja nur darauf setzen, okay. Und den kann ich hier auch nicht viel machen. Vielleicht, wenn ich es dahin mache, mal gucken. Ja, so geht's auf keinen Fall. So, dann mache ich das am besten dahin. Ganz am Rand. Und hoffe, dass es reicht, dieses Fass anzustecken. Ja, es reicht. Das geht. Man kann... Der springt immer da drüber. Okay. Vielleicht den als zweites. Nee, das war mir ja vorher schon klar. Aber wie soll ich denn... Vielleicht muss ich den so ein bisschen damit wegrollen lassen. Nur so ein ganz klein bisschen. Das geht natürlich nicht. Das geht nicht. Er prallt jedes Mal drauf. Ja, das ist noch besser. Ein bisschen gar nicht hier oben, das Ding. Ich möchte, dass die Kugel ein bisschen wegrollt, aber nur so ein bisschen. Nein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Ding mal auf die andere Seite. Schubsen es gegen das Fass. Wie wär's das denn? So. Und dann schießt er das darüber. Nein. Okay, dann jetzt mal mit richtig Schmackos hier so drauf. Dieses Level ist nicht zu schaffen. Die wollen mich verarschen. Hier. Der zweite wird einfach nicht gekillt. Okay, klicken wir auf Walkthrough. Nein, dann gehe ich ins Internet. Also, wer will denn das? Ich will keine Solution finden. Ey, ich dachte mir, der würde mir das hier zeigen, aber nein. Also, das ist klar. Das schießt ihn darüber, da ist ja auch nichts dran auszusetzen. Aber hier oben, das klappt ja überhaupt nicht. Was soll ich denn da machen jetzt? Was soll ich denn machen? So, einfach da drauf nochmal. Ich werde dieses nicht länger als 10 Minuten versuchen. Also nein, ich werde jetzt noch... Ja. Da muss man aber Glück haben. Also das ist schon, naja. So, was haben wir denn hier? Dann ist das da unten. Das setzen wir mal. Keine Ahnung, probieren wir einfach mal aus, was passiert. Ja, gleich beim ersten Versuch richtig gemacht. Ist schon nicht so schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so irgendwie... Aber gut. So, das müssen wir auf jeden Fall wegspringen. Und das Feuer, dann einfach mitten drauf. Und dann mal gucken, was passiert. Die beiden sind tot. Das macht den, das macht den. Ja, wunderbar. Das hat alles geklappt. Und ich würde sagen, das ist jetzt das letzte Level. Spiralen, okay. Also. Gut, das schießt man da hoch, geht da durch, macht da Boom, fertig. Ja. So, dann komme ich jetzt zur abschließenden Bewertung. Und ich habe gesagt, Musik. Wir können auch mal kurz reinhören. Ist nicht abwechslungsreich, aber das haben die Spieler alle an sich. Aber ist nicht schlecht. Für die Musik gebe ich mal 4 von 5 möglichen Punkten. So, oder? 4 von 5 Punkten kann man schon geben. Dann die Geräusche, wie die Monster gestorben sind, wie das Explodieren war. Das war eigentlich auch alles soweit solide. Würde ich auch 4 von 5 Punkten für geben. Ja, das Aussehen des Spiels. So, das Aussehen. Ich kann mal hier noch das nächste Level machen. Die Mumien sind alle ziemlich gleich gehalten. Es gibt also nicht viel Abwechslung von den Mumien. Ich bin schon in Level 11. Die hätten man anders machen können auch. Spitzen ist einfach... Eigentlich ist es sehr solide. Es ist ganz normal, das Aussehen. Aber ich hätte mir halt noch vielleicht verschiedene Monster gewünscht. Und auch hier die verschiedenen Attacken sind nicht wirklich so viele. 3 Stück. Also, aber wir machen jetzt mal das Aussehen. Die sehen also ziemlich gleich aus. Gebe ich für das Aussehen... glaube ich, nur 2 von 5 Punkten. Das sieht gut aus, aber es ist halt nicht so viel Abwechslung. Ne? Also die Level sind auch ziemlich gleich gestrickt bis jetzt. Ja. Dann die Idee hinter dem Spiel. Es ist keine neue Idee, aber die Idee und Umsetzung. So heißt es übrigens. Ja, es ist eine schöne Idee, mal Zombies in die Luft zu jagen. Das Spielprinzip ist altbekannt. Es ist ein Puzzle-Game. Umsetzung ist hier auch gelungen. Ich gebe da 3 von 5.
Genau, und damit sind wir auch schon fertig. Diese vier Kategorien habe ich, ne, hatte ich das so. Musik habe ich gemacht, Geräusche habe ich gemacht, Aussehen hatte ich und die Idee und Umsetzung. Achso, Spielspaß. Oh Gott, Spielspaß. Ich konnte es nur vergessen. So, es macht Spaß, die Zombies in die Luft zu jagen. Es ist schön auszutüfteln, wo man was hinsetzen muss. So, dass ich für Spielspaß durchaus 4 von 5 Sternen, 4 von 5 Sternen sind es nicht, 4 von 5 Punkte geben würde. Miau, miau, miau. Das ist so ein typisches Geräusch auch, ne? Also, gut umgesetzt, aber nicht innovativ. So, dann haben wir 4 für Musik, 4 für Geräusche, 2 für Aussehen, 3 für Ideen und Umsetzung und 4 für Spielspaß. Kommen wir auf insgesamt 17 Punkte von möglichen 25. Heißt, wir haben 3,4. Heißt, 3 Punkte für dieses Spiel. So ist jetzt meine neue Bewertung, habt ihr das jetzt auch kennengelernt. Ich denke, das wird so ist objektiver und genauer als meine 5-Sterne-Wertung. Also wir haben 17 von 25 möglichen Punkten, würde bei mir jetzt 3 Sterne geben. Ich schreibe aber beides rein, also ich schreibe die 17 Punkte hin. Und also 17 von 25 und 3 Sterne. Das schreibe ich so unten rein, genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Reingeschaut. Tschüss!